Ich glaube, es braucht ein besseres Miteinander zwischen Ärzten und Patienten. So. Man kann ja nicht in einen anderen Kopf reingucken, sondern man ist total als Arzt darauf angewiesen, dass der Patient oder die Patientin genau beschreibt, was da passiert. Vorher, nachher und wenn es geht, währenddessen. Und dann nicht unbedingt mit einer Lösung zu kommen. Denn wahrscheinlich, also vielleicht weiß man ja gar keine Lösung. Und sich dann auch die Schwäche einzugestehen, als Arzt oder Ärztin nicht sagen zu können, ich kann das jetzt handeln oder behandeln, sondern wirklich zu sagen, ich bin bereit, das mit dir durchzustehen und wir werden irgendwie zum Licht am anderen Ende des Tunnels kommen.